So, hier mal wieder rein hier. Bauen uns jetzt Loading. Holen uns die Spitze rein. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Loaden das Ding einmal. Machen uns jetzt die Thermometer hier ran. Unten. Die Thermometer. Nee, halt. Hallo? Thermometer! Da bist du. Machen wir uns das Thermometer einfach hier ran. Eins reicht. Oder nehmen wir uns ein zweites wie in der Symmetrie, damit es schicker aussieht. Ich bin für Symmetrie. So. Sieht ein bisschen schicker aus. Ja, kann man so nehmen. Dann bin ich am überlegen, ob wir schon ein bisschen Energy mitnehmen und so. Müssen wir mal schauen, was wir hier haben. Haben wir die Service Bay schon? Wir haben die Service Bay. Halt, ich mache das ganz anders. Wir nehmen den Ablator. Wir nehmen den Ablator. Den ziehen wir hier komplett runter. Nehmen den Service Bay. Machen den Service Bay hier rein. Machen den mit dem Ablator hier unten ran. Machen wir das ganz anders. Machen eine Open Door. Nehmen das Ding hier. Machen einmal runtersetzen. Kommt das Ding hier erstmal rein. Okay. Machen wir das ganz anders. Das gleiche machen wir dann auch mit dem Thermometer. Thermometer kommt ab. Thermometer kommt hier rein. Dann haben wir da drinnen. Und auf der anderen Seite kommt die Batterie mit rein. Wie viel nehmen wir mit? Eine oder lieber zwei? Hat ja auch alles ein bisschen gewischt. Alles eine wichtige Sache, wie man so sagt. Wir nehmen mal zwei mit. Ich habe immer lieber ein bisschen mehr Energie dabei. Lieber so, als bevor das einen ausgeht. Dann nehmen wir hier die Dinger wieder zu. Monoprop haben wir nicht gebraucht. Das heißt, wir nehmen eine Monoprop raus. Das ist später interessant, wenn wir dann mit SAS-Modulen arbeiten. Ne, nicht SAS, mit RCS arbeiten. Aber jetzt im Moment soll uns das nicht stören. Gut, speichern. Spitze ist gespeichert. Sauber. Gut. Tanks. Einmal ein Fuel Tank. An der Fuel Tank kommt eine Vakuumdüse mit Gimbal ran. Kann man mal zeigen hier. Gimbal, zack, bumm, da, Gimbal. Sprich, man kann damit Flugkorrekturen machen. Passt immer ganz gut. Dann kommt einmal, halt, wir haben noch den Reaction. Wie wollen wir den jetzt schon verdünseln? Natürlich. Open wir den mal. Wir machen nochmal ein Reaction Wheel rein. Dann brauche ich auf alle Fälle die Energie. Das heißt, wir werden nochmal noch einen dritten Block mitnehmen. Energie ist Energie, weil es Energie. Und seitdem ich einmal im Weltraum rumgedümpelt bin, weil ich keine Energie hatte, nehme ich immer gerne Energie mit. Da bin ich generell dafür. Gut, wir haben ein Ditte drin. Wir haben die Vakuumdüse mit Gimbal drin. Dann kommt die nächste Stufe. Wir nehmen einmal einen Decoupler, setzen den hier ran. Machen wir die und die Stufe. Passt, passt. Jetzt kommen zwei Tanks. Einmal. Und eine zweite. Soweit ganz gut, kann man mit leben. Dann kommt eine Gimbal eher ran. Ja, kann man nochmal schauen. Hier, zack, bum, bum. Die hat jetzt einen 320er Wack und die hat einen 345er Wack. Dafür in der eher nur 85 und die hat einen 270er. Gut. Dann holen wir uns den Decoupler. Und da bin ich immer am überlegen. Zwei oder vier. Drei oder vier. Was nehmen wir? Drei oder vier, das ist die Frage. Da bin ich immer überlegen. Wir nehmen heute drei. Nehme ich mir mal hier ran. Mach mir das jetzt sozusagen an der grauen Markierung mit ran. Wollen wir mal die Kamera ein bisschen anders einstellen. Graue Markierung, schön am Rand hier unten setze ich mir die immer ran. So. Und das Ganze dann auch nochmal hier. Und zack, müsste sitzen. Ja, gut. Dann kommen die Tanks ran. Einmal der Fuel Tank hier schön.
Na, da drehe ich mir die Kamera noch mal ein bisschen. Da mag ich die immer so gerne hier, so dass die so abschließt. So in der Art. Ja, kann man sich vorstellen, ja, dass hier eh eine Ebene ist. Dann kommt das nächste Fuel Tankchen hier ran. Einmal hier unten rangesetzt, das schöne Ding. Und dann kommen noch mal die Gimbal Arrows ran. Und dann haben wir die Gimbal Arrows. Und oben dran kommen jetzt die Kappen, die wir hier haben. Dann resetten wir einmal. Dann sortiert er nämlich schon einmal ein bisschen vor. Gehen ein bisschen raus, gucken uns das ganze Baby an. Gucken uns die erste Stufe an. Also, als erstes brennen die außen. Die werden dann abgeballert. Und dann kommt die mittlere ran. Die ziehen wir damit hier rein. Dann wird die abgekoppelt. Da haben wir den Dekoppler. Und dann kommt die in Space. Zum Ende wird nachher auch das abgekoppelt. Und dann kommen die Fallschirme. Das ist dann die Orbiter 1. So, die haben wir auch. Schön speichern das ganze Ding. Und dann gehen wir mal aufs Launchpad. Wollen wir mal gucken. Oh, hier Leute gucken zu. Hallöchen. Herzlich willkommen im Stream. Jo. Haben wir. Wobei der eine Zuschauer bin ich ja selber, weil ich ja auch den Chat beobachte und so weiter. Hm. Gut, da steht das Baby. Wir machen SRS an. Mal ganz wichtig. Am Anfang habe ich es immer oft vergessen. Ich sage, hey, was ist mit der Rakete los? Die dreht sich ja sonst wohin und so. Ne? Aber mittlerweile funktioniert das ganz gut. So, meistens fange ich bei sowas an zu brennen bei 2/3. Vor allen Dingen, weil ich meistens nicht weiß, wie sauber sie steigt und so. Und da wollen wir einfach mal gucken. Okay, wir können ein bisschen näher drauf geben. Lassen sie langsam kommen. Auch die kommt schön langsam sauber an. Ja. Eine schöne, saubere Brennung. Wir sind mittlerweile gut bei guten 100 Meter. Dann haben wir jetzt 150 Meter. Wunderbar. Abweichung 0. Keine Vibration. Kein Rumwackeln. Ja, so muss es sein. Dann sind wir jetzt in der Wolkendecke. Kommen da raus. Kommen dann auch in die 300er rein. So ist das sehr angenehm. So, die erste Stufe ist jetzt nur noch zum Fünftel gefüllt. Ah, wenn ich mir da nicht ein bisschen verkalkuliert habe. Wollen wir mal sehen. Naja, wollen wir mal sehen. So, 500 Meter pro Sekunde hätte ich schon gerne. Wenn wir mal ein bisschen sanfter brennen. Okay, wir haben die 500er erreicht. Trennen die Stufe ab und gehen. Jetzt habe ich Mist gebaut. Okay, gucken wir mal, ob wir den Mist korrigiert kriegen. Oh Gott. Mami! Okay. Jetzt haben wir natürlich sehr viel Mist gebaut. Naja. Da habe ich sehr stark eingeschwungen in die Richtung. Das ist natürlich weniger schön. Gut. Wir haben wieder 500. Okay, zum Surface. Jetzt hat er umgeschaltet auf Orbit. Hätte theoretisch auch eigentlich sauberer werden können, sowas alles. Aber naja. Daran sieht man, dass ich auch kein Profi bin. Hä? Da spielen andere dieses Spiel doch schon wesentlich länger und mit wer weiß wie viele Mods. Ja. Ja, ein Let's Play kann ich mir noch ganz gut erinnern, ja. Auch ein schöner Abend gewesen. Ja. Gut.
Schön sauber kommen lassen jetzt. Jetzt schalten wir mal um. Okay, da haben wir... Oh, wir kommen sehr hoch. Wir kommen verdammt hoch. Das heißt, wir werden mal bremsen. Ich habe zu viel jetzt in die Höhe reingedrückt. Eieieiei. Es ist sehr unangenehm, die Höhe. Mensch. Oh. Tja. 112. Was hat mich da geritten? Das ist eindeutig zu hoch, aber naja, für den ersten Orbit. Ja. Eigentlich wollte ich den auf 80 machen. Schade. Da ging jetzt so viel Material weg. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Naja. So kann ich es ja auch anzeigen. Das ist ja eh die letzte Stufe. Brauche ich ja nicht Stage-only gucken. Jo. So, schön halten auf Kurs. Der streamt immer noch jeden zweiten Tag? Wow, cool. Dann scheine ich irgendwie jeden zweiten Tag einzuschalten, wenn er nicht streamt. Oh Gott, ey. Das ist natürlich dann auch wieder Pech meinerseits, wa? Oh Mann. Das ist wirklich dann Pech. Weil da habe ich auch gerne mal zugeschaut, muss ich mal sagen. Ja? Und dann langsam jetzt. Kann ich jetzt wieder Druck geben? Gib mal ein bisschen was her. Und jetzt öffnet er mir den Orbit. Ich mache mal Fokus auf Kerbin. In der Stufe mache ich das immer sehr gerne, dass ich dann auf Kerbin fokussiere. Und da lassen wir mal kommen. Die AP ist entfernt. Wie weit ist sie denn entfernt? Zeigt damit Neujahr. Ah ja, kann er Neujahr anzeigen. Mir fehlt noch so viel in der Phase. Ich habe auch noch gar keine Kurse abstecken und so ein Zeug. Das fehlt mir noch alles. Ja, ich habe den Dark Multiplayer installiert. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber man muss zuschauen, dass die Spielteilnehmer natürlich die gleichen Mods verwenden und so weiter. Gerade was Bauteile betrifft, also jetzt so Optik-Mods, jetzt wegen der Wolken oder solchen Geschichten, da ist es jetzt nicht so entscheidend, aber wenn man so ein Mesh-App verwendet und so ein Zeug alles, dann sollte man natürlich sämtliche gleiche Mods verwenden, weil sonst kommt das oft zu Problemen. Sprich, man braucht jemanden, mit dem man das spielt, dass man mit denen eine saubere Absprache hat. Gut, 71 sollte reichen. Gut, haben wir. Wir haben ein Orbit. 21 Dinger sind da schon mittlerweile durch. Wow. Klicken wir mal alle weg. Brauchen wir nicht mehr. Dann gucken wir uns mal die Contracts an. Ja. 2500. Die könnt ihr vielleicht dort da hinten fast erreichen. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Sonst haben wir nichts großartig. Das heißt, wir könnten theoretischerweise hier erstmal eine Testphase machen. Die machen wir mal. Wir öffnen uns hier mal die Bay. Welche Seite haben wir? Wir haben die richtige Seite, nicht die Batterienseite erwischt. Einmal Misery Goo. Okay, behalten wir mal. Wir haben jetzt gar keine Antennen mitgenommen. Mist. Ich habe die Antennen vergessen. Weil sonst hätte ich einmal hier einen Crew Report runtersenden können und dann hätte ich, ja, das ist natürlich doof gelaufen. So, wir haben das. Das andere waren nur noch Batterien, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Batterien. Dann wollen wir den hier mal machen. Okay, den haben wir auch gemacht. Und
Ja, wir machen einen Crew Report. Wo haben wir den? Hier haben wir ihn. Ja, senden kann ich nicht. Ich kann sie jetzt zwar aufklicken, bla 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 bla. Geht nicht, okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Crew Report. Ach, den behält den. Okay, gut. So. So, dann können wir hier wieder schließen. Immer Dienstag und Donnerstag und Sonntag. Ach so, wenn das streamt. Ach so, okay. Woher hast du den Server? Der Server, der wird von einem Spieler gestellt. Also, den kann man selber stellen. Das heißt also, es gibt einmal die Client und den Server-Plugin als Mod. Und je nachdem, wer gerade Lust hat, der macht den Server. Und der andere lockt sich sozusagen damit rauf. Man sollte dafür entweder Hamachi verwenden oder ein anderes VPN-Programm. Alternativ geht zum Beispiel auch TeamViewer. Funktioniert auch. Das ist so, wie wir das gelöst haben. Weil Hamachi wollte ich da nicht mehr machen, weil Hamachi braucht ja jetzt seit einiger Zeit doch mal diese Einmeldung. Und das habe ich nicht eingesehen. Da habe ich gesagt, nö, wer bin ich denn? Ja? Und deshalb habe ich dann halt kein Hamachi genommen. So, jetzt kommt er schön sauber rüber. Jetzt kommt er gleich in die dunkle Seite. Da geht's schon langsam los. Bin ich am Überlegen. Wollen wir die Time skippen, dass wir hier schnell rüberkommen auf der Periapsis? Oder wollt ihr die in Echtzeit haben? Keine Ahnung, wie er dazu steht. Manch einer sagt, ja, die skippen ja alles. Und andere sagt, ja, skipp doch mal endlich. Ich bin schon so alt und ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Ich bin ja jede Minute mittlerweile sterblich. Ja, kennt man ja auch. Das Leben ist ja allgemein so hektisch geworden. Gerade im Weltraum braucht man ja eigentlich Zeit ohne Ende. Ah, wir haben ja auch Nachtlicht, das stimmt. Oh. Guckt mal hier, eine Städte, hier eine Küste so entlang. Ja, hier vereinzelte Kleine. Habe ich mir auch aufgemacht. Fand ich schön eigentlich. Ja, sehr angenehme Sache. Sieht auch nett aus. Hm. Und dann auch hier mit den Wolken vorne. Gerade wenn man so auch sehr nahen Orbit hat. So eine Raumstation. Ich habe zum Beispiel einen schönen Speicherstand, wo ich eine Raumstation habe. Diesen Speicherstand spiele ich aber in einen etwas härteren Modus. Das ist jetzt, wie gesagt, jetzt ein etwas leichterer Modus. Deshalb gibt es auch so ein bisschen mehr Forschungspunkte und so. Weil das jetzt auch so, naja, ist so eine Art Teststream wie überhaupt. Bis hier überhaupt an Twitch ankommt hier. Gibt ja auch mittlerweile einige mehr wieder, die auch auf Deutsch KSP machen. Bevor das 1.0 war, war es doch ein bisschen dünner gesät insgesamt. Aber mittlerweile sind es ein paar mehr geworden. Ne? Also ist nicht mehr so dünn gesät. Ne? Echtzeit sind 5 Stunden und Fast Forward ist wichtiger Bestandteil des Spiels. Aha. Ja, das stimmt. Das ist halt mein Mond einen Tag in Echtzeit und nach Duna 2 Jahre. Gut. Da ist was dran. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen timeskippen. Wir wollen timeskippen bis zu sagen, bis zu dem Punkt hier hinten, die Periapse. Da machen wir mal vorsichtig anskippen. Da geht mal los. Ja, manche Leute, die hämmern 3- und 4-mal schnell hintereinander rauf und wundern sich, dass die auf einmal, wer weiß, wo gestrandet sind. So, hier müsste theoretischerweise die Geschwindigkeit jetzt höher werden. Aber den Geschwindigkeitsrekord von 2500 schaffen wir da jetzt auch nicht. Okay, sollen wir nicht stören, wir gehen wieder nach Hause. Landen wir denn hier irgendwo ins Wasser oder nicht? Mal schauen. Ich möchte eigentlich schon gerne wässern. Das wäre hier möglich. Gut, dann heißt, wir gehen mal... Oh, wir sind ja schon. Genau, wir brennen mal entgegengesetzt. Schauen uns das nochmal an, wie das hier aussieht. Ja, passt. Gut, volle Brennung. Lassen wir mal runterkommen, das Baby. Wenn der so meckert, so laut im Funk, dann könnte man fast denken, das ist russisch.
So. Und da haben wir gleich Wasser, Wasser, Wasser und Wasser erreicht. Gut. Wir halten noch einen kleinen Rest über. Mache ich nämlich auch gerne. Weil da bremse ich nachher nochmal kurz vorher ab. So. Öl nochmal sauber ausrichten. Energie sieht super aus. So viel Energie hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen eigentlich. Weil ich jetzt keinen Funk gemacht habe. Hätte ich hier funkt, also ihr sendet die Daten, da wären dann mit der Energie ein bisschen anders gewesen. Aber na gut. So. Genau, das weiß ich, dass Spanisch rückwärts ist. Das fand ich sehr verblüffend. Ich habe mir sogar mal die Audiodateien umgedreht gehabt, aber na, mein Spanisch ist nicht vorhanden. Ich fand es halt nur interessant. Bessern ist gefährlicher? Aha. Einer der meistverkauften Spiele auf Steam, ja. Mittlerweile ist das wirklich ganz schön voll verkauft worden. Was ich eigentlich persönlich sehr verblüffend finde. Ich habe immer gedacht, so Weltraum wäre mehr so ein Nischenprodukt und so. Hm. Aber für mich persönlich hatte der Weltraum immer so einen gewissen Reiz gehabt. Auch schon damals in meiner Jugendzeit. Das ist schon doch einige Tage her. Das war noch zu der Zeit, da gab es noch den C64er. Das war die Blütezeit, ja, des Homecomputers. Ja, das ist schon wirklich sehr lange her. Aber naja, das ist wirklich schon lange her. Oh Mann, ist das lange her. Und da gab es damals ein Spiel, Elite. Ja, ist bestimmt bekannt. Heutzutage ist jetzt Elite Dangerous. Ja. Naja. Damals wollte ich halt gerne im Weltraum arbeiten. Oh. So, nächste Sache, was ich sehr gerne mache, ist, ich drehe gerne, hoppala, falsch gedreht, drehe mein Schiff gerne mal normal oder antinormal und schieße dann das weg, was ich nicht mehr brauche. Und dann drehe ich wieder gerne, hoppala, entgegen. So. Das mache ich nämlich deshalb so gerne, weil dann geht die Debris weg und kann mir nämlich auf den Kopf fallen. Die Space Age jetzt erst anfängt. Meinst du jetzt allgemein das Interesse am Weltraum oder weltraumgebundene Inhalte wie Spiele? Weil in Space Age gab es mal eine ganze Weile wirklich. Das war damals auch zu Wing Commander-Zeiten und dann ist das nachher alles veräppt. Da wollte keiner mehr was von Weltraumspielen wissen. Ja. Boah, jetzt kommt doch wieder einiges, wie hier das, auch wieder das mit Wing Commander. Wie heißt das nochmal? Cities, Star Citizen und Elite halt Dangerous und so. Da sind einige Spiele doch aktuell im Laufen. Oder Space Engineers, auch ein nettes Spiel eigentlich. So eine Art Minecraft mit Mods sozusagen. So, da kommen wir langsam runter. Wolkendecke. Ich finde das mit der Wolkendecke ganz nett. Manchmal hat auch Wolkendecken dabei so richtig gewitterwolkenmäßig, so richtig schön dunkel. Das sieht auch toll aus. Wetter ist ja auch so eine schöne Sache. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Und ab dafür. Gut. Auch die kommt jetzt langsam runter. Da können wir ein bisschen skippen auf jeden Fall, weil so spannend ist jetzt die Fallschirmphase auch nicht. SAS kann aus. Und dann wollen wir mal gleich die bisschen wieder anpassen, die Skipping-Phase. So, 50 Meter, noch ein bisschen langsamer.
Da gehe ich immer gerne nochmal runter mit der Geschwindigkeit. Ja, so viel zum Wässern. Ja, also wie gesagt, ich selber habe mit dem Wässern noch nicht solche Probleme gehabt. Also es funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Ich hatte am Anfang, wo ich weniger Fallschirme verwendet hatte, auch öfters Probleme, dass hier und da ein paar Teile vom Schiffchen abbrechen. Ja? Gerade so externe Gut-Container und so ein Zeug. Aber seitdem das sowieso drin ist, habe ich damit wenig Probleme. Seitdem wässere ich eigentlich sehr gerne. Ah ja, also das allgemeine Wissenschaftsinteresse und so, ja genau. Naja, es gibt ja auch immer mehr Anwendungsbeispiele, die man ja im normalen Leben auch darauf verwenden kann. Ne? Einer der bekannten Dinger zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel die Teflonpfanne. Gut, wir haben Forschungspunkte. Investieren wir die mal.